7000 Zuschauer im Saarbrücker Ludwigsparkstadion bei der Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern. In jenem Ludwigsparkstadion also, wo der 1. FC Saarbrücken scheinbar nicht mehr gewinnen kann. Aber trotz der Niederlage spielte der 1. FC Saarbrücken besser als in den vorangegangenen verlorenen Heimspielen. Zumindest aber war die Mannschaft spielerisch stärker. Gestern war ein bisschen Pech dabei. Pulter, der lange Außenläufer, Kaspersky, der Nummer 9, der lautere Mittelstürmer, Fritzinger ausgedrückt und Feldmüller. Die Lauterer waren in der Abwehr stärker. Überragend Werner Liebrich. Der Abwehr des 1. FC Saarbrücken kann man die Note gut eigentlich nur an Hesse geben, wenngleich er auch zu sehr den Raum deckte. Richtig, Heinz Vollmer, das war Fuß aufgesetzt. Achtung, Martin passt zu Vollmer. Schuss 1:0. 13. Spielminute. Schöner Pass von Martin und wunderschöner Schuss von Heinz Vollmer, der gestern sehr fleißig war. Feldmüller? Nein, nein, nein. Der 1. FC wirft ein. Sittelmeier, Kaspersky gegen Thiel und Hesse. Und dann, wie aus heiterem Himmel, Fernschuss von Sättelmeier in der 22. Minute 1:1. Dabei sollte es in dieser ersten Halbzeit bleiben. Remark zu steil. Einwurf 1. FCK. Und Halbzeit. Resümee der ersten Halbzeit. Verteiltes Feldspiel. Weder Überlegenheit der einen noch der anderen Mannschaft. Und gerechtes 1:1 bei Halbzeit. Zweite Hälfte. Heinz Vollmer verlangte Werner Liebrich alles ab gestern. Und Schnarre. Sehr guter Torhüter. Abschlag und blitzschnell gekontert. 49. Minute. 1:2. Kaspersky. Heinz Vollmer gegen Werner Liebrich. Dann ein bisschen abgedrängt. Noch einmal Vollmer gegen Pulter, den Außenläufer. Verteidiger Landmann und Vollmer 2:2, 62. Minute. Wieder Pulter, Ankurbler des lauteren Spieles, aus der Läuferreihe heraus.
Werner Lieberich. Und Feldmüller 3:2, 64. Spielminute. Ganze 2 Minuten später. Ganze 2 Minuten währte die Freude der Malstatter. Sehr drahtig, die lautere Abwehrspieler. Und da haben sie noch einmal eine Chance, Rohe. Eckball, Remark. Schön nach innen geschlagen, direkt geschossen. Ich glaube, berührt von Schnarr. Jawohl, erneut Eckball. Thiel. Remark. Aber jetzt drängt der erste FC Saarbrücken. Noch einmal Remark. Machtvoll setzt sich Liebrich ein. Direktschuss über das Tor. Jetzt brannte es ein bisschen. Und da wird Heinz Vollmar gelegt. Einwandfrei. Klare Entscheidung. Elfmeter, Herbert Martin läuft an. Tor. Nein, kein Tor. Schiedsrichter Schäffer gibt es nicht. Noch einmal Martin. Latte, Nachschuss, Schnarr hält und dann Nachschuss, Tor. Aber Schäffer meint hier offensichtlich, der Ball wurde dem Torhüter aus der Hand getreten. Letzte Möglichkeit, keck, gehalten und es bleibt beim 3:2.